Ein Haufen Schnaps braucht halt Platz. Die Appenzeller Alpenbieter AG erweitert ihre Betriebsgebäude. Rund 25'000 Besucherinnen und Besucher gehen jedes Jahr die Produktion der Appenzeller Brennerei anschauen oder degustieren Schweizer Bitter. Das führt aber auch zu Kreuzungen mit Lieferanten und Staus vor dem Haupteingang der Brennerei. Das soll durch eine Betriebserweiterung gelöst werden. Der Startschuss für das Projekt ist eigentlich schon vor 5 Jahren gegeben worden. Wir haben dann angefangen, weil wir auch gesehen haben, dass die Lagerflächen, die wir haben, zu klein wären, dass wir relativ viele Aussenlagen haben, dass wir auch Platz zusätzlichen Platzbedarf haben. Und dann haben wir dann angefangen, den Betrieb auch so umstrukturieren, dass man von Hönnen schliessen kann, plus zusätzliche Lagerfläche. Da hat sich dann natürlich mit der Zeit ein bisschen konkretisiert und hat dann geändert, dass man einen Wettbewerb lanciert hat. Für den Wettbewerb haben sich 5 Architekturbüros beworben. Durchgesetzt hat sich das Zürcher Büro von Lukas Imhof. Was ihn abgehoben hat, ist zum einen die Planung ohne Stützen. Dadurch konnte Betriebe die Räumlichkeiten flexibel nutzen und sind nicht gebunden, wo was denn hinkommt. Es ist aber nicht nur die Effizienz im Vordergrund gestanden. Wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass das, was wir hier machen, sich auch optimal einbietet in die wunderschöne Landschaft, wo wir daheim sind. Darum auch der Projektwettbewerb. Wir hätten auch einfach einen Klotz herstellen können. Ein typisches Industriegebäude, das haben wir nicht wollen. Uns ist es wichtig, dass es eine Visitenkarte ist für die Firma, aber auch, dass es entsprechend beim Dorfeingang, wo die vielen Leute mit der Appenzellerbahn herfahren, auch entsprechend einen schönen Eindruck von Appenzell haben, wenn sie können. Der Neubau soll mehr Sicherheit im Eingangsbereich bringen, aber auch Kosten reduzieren. Das Familienunternehmen mietet zurzeit noch einige Lager außerhalb, welche durch die Erweiterung der Betriebsgebäude aufgelöst werden sollen. Der Umbau ist eine Investition in die Zukunft. Enkeltauglichkeit ist uns wichtig. Wir sprechen nicht von Nachhaltigkeit, wir sprechen von Enkeltauglichkeit. Wir wollen etwas machen für die nächste Generation. Uns ist auch wichtig, dass wir einen sehr schonenden Umgang mit den Ressourcen haben, sei das mit dem Land, aber auch mit den finanziellen Mitteln. Und letztendlich geht es auch um die Zukunftsfähigkeit unseres Betriebs. Bevor dann der Bau Ende 2021 startet, geht es jetzt zuerst noch in die Feinplanung. Bis dann also der Schnaps wirklich mehr Platz hat, geht es noch eine Zeit. Aber anstoßen aufs kommende Projekt kann man auch jetzt schon.